Als wir hoch sind, war noch Schneesturm, der ist jetzt weg. Sonst wird es uns vielleicht auch runterwehen. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Liegt hier in der Kälte vielleicht noch irgendwo ein Funkgerät rum? Kiste. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Nicht gut. Steht auf dem Kopf, geht wohl so nicht. St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Da hat wohl jemanden verloren und hat von demjenigen dann ein Stück Knochen ins Amulett Trinity. Reliquiar, Anhänger, Beobachter im Wald. Funkgerät, ich sag's doch. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Mm-mm. Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester. Er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Die Qual. Lagebericht. Ich frage mich gerade, was würde ich machen, wenn ich vor die Wahl gestellt werde? Konstantin, der muss weg, der ist einfach krank. Was bei der Wahl? Anna am Leben lassen oder nicht? Ich glaube, ich würde sie abknallen. Sie ist auch nicht viel besser als er. Er ist zwar nochmal eine Ecke schlimmer, aber sie ist schlimmer. Wir müssen da hoch, weil hier können wir nicht rütteln von außen. Schade. Bewegt sich das Schild? Cool. Ist da wirklich bloß eine Klitzekleinigkeit, aber cool. Ich gehe nochmal eine Runde. Zum Glück sind die Fenster jetzt zu oder verspiegelt. Nee, zu. Das könnte man uns sehen. Oh. Jetzt habe ich die ganze Zeit auf Sans geguckt. Gar nicht mitbekommen, wie es da nach unten ging. Kann man hier vielleicht noch irgendwo hoch? Aufpassen, falls das Geländer vielleicht mal fehlt. Das ist eine blöde Fahne. Ich kann man hier irgendwie noch was einsammeln da oben. Na gut. Leicht daneben. Schon wieder. Schon wieder. Aber jetzt. Die knickt doch jetzt um die Leiter, oder? Nein. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Mit Name eingeritzt vielleicht? Da oben steht was. Lesen. Lara, lesen! Wer beschriftet den Patron? Es hat schon geklickert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Klingt gut. Gravierte Hülse. Wieder ein Beobachter im Wald.
Hinweise, wo sie Jonah versteckt haben könnten. Oh, das gelbe Telefon ist wieder da. Ist auch irgendwie so ein Running Gag, oder? Bums. Hat man die Uhr auch schon öfter gesehen? Also hier, da, ja, aber schon wieder ein gelbes Telefon. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Mann, das bist du krank. Ihn gerettet. Krank. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Die müssen beide weg, ganz klar. Aber ich würde dennoch ganz gerne wissen, was hat die denn genau? Ich hätte mir irgendwas Krebsmäßiges. Anna hat ihren Bruder jahrelang manipuliert und ihn so zu dem Monster gemacht, das er heute ist. Er tut mir beinahe leid. Was? Selbst beinahe. Also bitte. Die Kraft des Glaubens. Forschungsnotiz. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara... Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange, und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Ja, das war bevor Jonah Sophie und die anderen gefunden hat. Jetzt braucht er wirklich Hilfe. Verdammt, Jonah, wo bist du da nur reingeraten? Gefahr. Funkrufe. Ich frage mich, warum liegen überall Funkgeräte rum? Wie viele muss Jonah zum Beispiel mitgehabt haben? Dass er so viele Notizen lassen konnte, oder wie viele Kassetten hatte er dabei? Und warum hat er die immer bloß einmal beschrieben? Und auch die anderen, die hier was sagen. Fragen über Fragen. Nichts genau drüber nachdenken. Sonst geht das Spiel kaputt. Guten Tag. Die haben den Atlas hier gelassen. Gut, die wissen mittlerweile, wo sie hin müssen, aber... Hätte gedacht, die verticken den eher. Irgendwann mal. Es wird langsam ermüden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah! Treten Sie den Gefängnisblock. Geben wir mal etwas Kette, oder? Ah, ich muss schon wieder nachgucken. Entschuldigung. Die Musik sagt aber eigentlich eher hier, mach hinne. Oh, Kackeis, du. Können wir nicht noch höher? Nee. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf. Was war das? Wir waren's. Hoffentlich hat er nicht mehr gefunkt.
Oh, hier knackt doch gleich noch was. Ja, ja, Hakenachs. Nix, gut, dann weiter. Ganz schön stürmisch sind wir. Oh, oh. Oh, ich glaube, man hört uns gleich kommen. Oh nein. Oh, oh, oh. Wenn das Dach runter. Den hauen wir um. Exekutiert? Wird gemacht. Eine Runde muss sein. Haha. Hier bloß die Geheimnisse aufgedeckt. Ah, es gibt dafür eben Erfahrungspunkte. Sinnloser Tod Nummer 60. Ich wollte auch nur das Seil treffen. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert sie. Oh, hat sich wer was gemerkt. Ich bleib diesmal auf der Stelle stehend. Im Sprung. Das wirklich mal in einem Rutsch durchmachen sollen. Laufen, springen, festhalten, klettern. Aber es gab eine Sammelei zwischendurch. Nein, nein, ich wollte erst runter. Ich wollte mich gerade noch umdrehen. Mist. Jetzt geht die Tür bestimmt gleich zu. Der Verbündete. Wir haben sie aber Vertrauen in die. Gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Zeig nicht, dass du nichts weißt. Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Er macht's nicht. Dafür ist er viel zu gut. Ja! Oh nein! Das dumme Arschloch. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. So ein Arschloch. Hören Sie die Trinity-Angreifer. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast im Mund. Oh. Funkspruch unterbrochen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden.
Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ach ja, die haben wir bekommen. Oh, die macht mehr Schaden. Rückstoß ist auch geringer. Hat aber auch viel weniger Munition. Mehr Schaden, aber viel weniger Munition. Die hat jetzt schon nicht viel. Bergungscode 19. Eigentlich müssen wir uns beeilen. Nachladegeschwindigkeit noch mehr erhöhen. Nachladegeschwindigkeit erhöhen oder Nachladegeschwindigkeit erhöhen? Irgendwas sollten wir schon machen. Machen wir Klebeband-Doppelmagazine. Das nächste ist gleich bereit, aber müssen wir das Klebeband ja erstmal lösen? Nein. Wir können das ja einfach umdrehen. Es sind immer zwei Magazine zusammengebunden. Ist eins leer, raus, umdrehen, gleich das nächste. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine ermöglichen schnelleren Zugriff auf ein zweites Magazin und eine höhere Nachladegeschwindigkeit. Anwendbar bei allen Sturmgewehren. Gemacht. Sieht man sogar. Da zwei Magazine. Hoffentlich fällt da nichts raus. Gut. Funkspruch, Musik, kommt zurück. Habe ich endgültig unterbrochen. Da war ich zu flink. Ich wollte eigentlich gleich schnell weitermachen. Den ein paar aufs Ohr hauen. Aber ich kann nichts dafür, dass das Spiel Spannung rausnimmt, indem es mir hier Sammelkram wie die Dose hier oder das Feuer oder hinten Bergungsgut platziert. Brauchen wir nicht. Wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das Gesicht ist ärgerlich. Feuer frei, schalten dich aus. Fliegt gleich wieder raus. Wie das Licht hier rein scheint. Ich lasse lieber die Kiste nochmal stehen, vielleicht haben die hier noch Schrotflintenmunition dabei. Au, macht nicht mehr so viel Schaden, aber trotzdem au. Der schöne Scheinwerfer ist kaputt. Nein! Ihr Kacknasen. Nicht, dass einer auf dem Dach hockt. Kontakt! Gebt mir Feuerschutz! Oh, der Heli wird jetzt loslegen. Gut, zu der Munition kommen wir nicht mehr zurück. Aua! Hoho! Nein, komm hinter die... Oh, Mann. Ausgewichen. Zu früh. Aber hey. Hat noch gepasst. Hier wäre sogar ein explosives Fass gewesen. Ein Dicker. Ins Öhrchen geschossen. Was? Es gab keinen Kopftreffer? Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich nehme mal die Munition hier lieber mit. Beim Anführer Sonne. Wir kümmern uns darum. Hat der gerade gesagt C4? Was steht hier eigentlich? Ach, kann ich eh nicht lesen. Falsche Sprache. Oh, kleine Pause. Ein Holz. Der Rest ist komplett voll. Mist. Das ist auch wieder was, was ich nicht lesen kann. Wo ist denn der Heli hin? Traue mich ja kaum raus, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge trauen wir uns raus. Und bis dahin, macht's gut.
und Georges.